Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Phasis Frontier. Wir sind fleißig am Bauen und ich muss jetzt tatsächlich erstmal wieder reinkommen. Ich habe jetzt länger nicht gespielt, weil ich letzte Mal sehr viele Folgen auf einmal aufgenommen hatte und dann musste ich erstmal Pause machen, weil ich möchte ja auch immer eure Kommentare mit reinnehmen in die Folgen. Ja, das ist dann immer ein bisschen doof, wenn ich denn so viel auf einmal spiele. Naja, muss ich halt immer ein bisschen warten dann, bis ich wieder spielen kann. Damit ich nicht zu weit voraus bin euch. Ach, diese Korbwerkstatt, das nervt mich auch noch. Wir haben ja das jetzt gekauft. Das heißt, wir können hier mal jemanden einsetzen. Warum kann ich niemanden einsetzen? Platz deaktiviert. Habe ich das hier gemacht? Moment. Korb. Wie heißt denn der Mensch, der das macht? Das ist jetzt die Frage. Ich sehe es jetzt auf die Schnelle gar nicht. Hier vielleicht. Korbflechter. Hier, geht nicht. Warum nicht? Hä? Sag mal. Was ist denn da los? Okay, das ist irgendwie eigenartig. Kann weder hier jemand... Ach so. Ja, okay. So. Verstehe. Also wenn ich das hier deaktiviere, dann kann ich auch niemanden einstellen. Das ist gut zu wissen tatsächlich. War mir noch nicht klar. Was? Oh. Okay. Aus irgendeinem Grund... ja, okay. Aus irgendeinem Grund haben wir keine Bäume mehr... Die wir gerade fällen. Gucken wir mal kurz. Nehmen wir doch die hier. Wow, okay, da sind viele. Sind alle weg? Ist irgendwas... Nee, Steine sind noch da, okay. So, dann sollen sich die Bäume da holen. Dann kann das hier auch hoffentlich weitergebaut werden. Hier fehlt auch. Ja, unser Gold ist ja auch alles weg. Wurde leider alles gestohlen. Tatsächlich, ich wurde in einem Kommentar darauf hingewiesen. Danke dafür, ich habe es nicht bemerkt. Es gab nicht nur einen Angriff von oben. Ich war sehr fixiert auf die Banditen, die von hier kamen. Scheinbar gab es auch gleichzeitig Banditen von unten. Konnte ich jetzt noch nicht nachgucken, ob da eben tatsächlich so war. Aber laut Kommentar, ja, kommen solche Angriffe wohl meistens aus mehreren Richtungen. So, die Bäckerei kann ja erstmal aus, ne? Wir haben da, glaube ich, noch nichts. Wir haben ja jetzt erstmal genau das hier haben wir gemacht. Was war das nochmal ganz genau? Moment. Das heißt, genau, Flachs. Und damit wollen wir nämlich Kleidung machen, ne? In der Weberei. Die haben wir hier. Die wird aber gerade noch gebaut. Oh, die braucht 80 Bretter. Was ich mal gucken wollte, wurde mir als Tipp gegeben. Ich soll mal... Hä? Hä? Ist das anders als vorher? Ist das nicht sonst hier ein Riesenfeld gewesen? Ich bin gerade verwirrt. Ich glaube, das ist anders, oder? Oder, na gut, vielleicht auch nicht. Und zwar wollte ich gucken... Ja, es ruckelt gerade. Entschuldigung. Hat sich gleich wieder. Wo haben wir es denn? Nee. Hier, die Kerzenwerkstatt wurde mir empfohlen. Die können wir auch schon bauen. Damit soll man sehr, sehr gut Geld verdienen können. Und das möchte ich gerne ausprobieren. Geld ist etwas, das wir brauchen können, auf jeden Fall. Unser Teig, die Jäger sind dort und dort. Ist also eigentlich egal, wo wir es hinbauen. Wir können das hier zum Beispiel zur Seifensiederei bauen. Hier soll man ja noch, hier kommen ja noch Wohngebäude. Dann würde ich fast sagen, das könnten wir hier dazu packen. Immer so, ne? Warte mal, warum ist darum... Ich muss mal kurz lesen. Kerzen werden hier aus Bienenwachs hergestellt, das in einer Imkerei gesammelt wird. Ja gut, Imkerei haben wir ja schon. Gut, dann... Guck mal, wir könnten das hier... Also die Imkerei... Ach stimmt, ist gar nicht Teig. Entschuldigung, was rede ich denn für einen Quatsch? Aus den Imkereien kommen die natürlich. Die sind überall hier. Okay, denn da die tatsächlich sich eher hier sammeln, müssten wir die hier eher hinstellen. Das können wir natürlich auch mal. Dann stehe ich die... Hier rein geht nicht, ne? Nee, da kriegen wir sie nicht mehr rein. Dann hier hin. Nehmen die Mühle einfach. Vielleicht nicht ganz da. Ah, stimmt. Hier geht's gar nicht. Hier ist wieder alles steil. Okay, geht nicht. Wer ist denn hier? Das geht. Ich kann die tatsächlich noch hier ranbauen. Warte mal, ist hier gar keine Verbindung? Nee, hier ist gar keine Verbindung. Moment, wir machen mal kurz was. Geht das auch? Oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Warum ist denn das hier so komisch über die Ecke? Ja gut, sieht komisch aus. Machen wir jetzt einfach mal so. Dann gucken wir mal, ob wir die trotzdem noch hin... Falsche Taste, Entschuldigung. Ja, das würde funktionieren tatsächlich. Sehr schön, dann machen wir das doch. Wie gesagt, ich glaube, die nimmt keinerlei Attraktivität weg. Und hier sind auch die ganzen Bienenstöcke, deswegen, das macht sich sehr gut, würde ich sagen.
Dann würde ich, weiß ich nicht, vergammelt Flachs. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Flachs vergammelt. Also das hier muss auf jeden Fall nicht priorisiert werden. Schöner wäre, wenn zuerst die Weberei und die hier gemacht wird, ehrlich gesagt. Und die hier zuletzt. Weizen haben wir jetzt gar nicht angebaut, ne? Ne, wir haben Bohnen angebaut und das hier halt. Hier, wie sieht's denn aus? Muss das überhaupt bearbeitet werden? Ne, nicht wirklich. Dann nehme ich den hier nochmal raus und mache direkt was anderes vorher. Ja? Warte mal, was haben wir hier gerade für eine Krankheit? Flachswelke. Ja gut, dann können wir leider im nächsten Jahr hier keinen Flachs abbauen, wenn wir gerade eine Krankheit mit Flachs haben. Dann würde ich hier vielleicht im nächsten Jahr dann das machen. Das geht nicht als Flachs, ne? Es geht wirklich um Flachs. Aktuelle Krankheit, Flachswelke, betroffen Flachs. Okay, dann könnten wir auch hier das Heu machen. Geht das? Ja, tatsächlich. Oh, warte. Hier. Da haben wir sogar Prozente. Wie ist denn die von der Empfindlichkeit? Das haben wir noch nie gemacht. Frosttoleranz ist nicht so. Dann würde ich die eher hier nach hinten schieben. Dann können wir hier vielleicht sogar noch was vormachen. Hier die Murim zum Beispiel. Dann können wir es so machen. Okay. Und wie sieht es hier gerade aus? Hier ist alles noch gut. Na, Unkrautniveau ist ganz schön hoch. Vielleicht sollten wir hier doch lieber... Warte mal. Macht auch nichts. Wir könnten davor ja tatsächlich nochmal jemanden arbeiten lassen. Wo, wenn wir da weit... Na, könnte schwierig da mit dem Essen werden. Lassen wir vielleicht trotzdem erstmal so. Und dann würde ich hier statt Fruchtbarkeit doch eher erst den Bauern hinsetzen. Vielleicht so. Schauen wir mal, ob das funktioniert, ob das eine gute Idee ist. So. Okay, das Lager ist voll. Oh. Der Wagen oder das große Ding? Bin mir gerade nicht sicher. Der hat Flachs drin. Warum hat denn der kleine Vorratswagen Flachs gelagert? Das finde ich seltsam, aber gut. Schatzkammer ist auch eine gute Idee, aber Schatzkammer geht halt, glaube ich, noch nicht. Da brauchten wir, glaube ich, Eisen, wenn ich mich nicht irre. Ja, 20 Eisen können wir momentan leider nicht machen. Ich würde jetzt auch erstmal, ich mache mal schneller. Die sollen mal ein bisschen ran schaffen. Händler haben wir gerade keine da, ne? Ich glaube, kommt da gerade ein Händler? Ach nee, das ist die Wagen-Dingens. Okay. Können wir irgendwas jetzt noch machen? Ja, ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen warten. Hier wird gerade Bretter auf jeden Fall gebracht. Sehr schön, wie viele Leute haben wir denn da gerade? Hier haben wir 4 Leute drin. Wie viele holzen ab? Moment. 5 nur. Ja, wenig. Wir haben sehr viel Brennholz, ganz ehrlich. Dann nehme ich mal vielleicht einen vom Brennholzstapel weg. Können wir sonst... Der Müller. Wieso ist denn schon einer Müller? Das macht ja gar keinen Sinn. Wir haben ja noch gar nichts dafür. Weil die fertig ist, ne? Die wird mal kurz ausgeschalten. Wir brauchen noch keinen Müller. Aber schick. Das gucken wir uns mal kurz an hier. Oh ja, sehr hübsch mit der Mühle. Cool. Okay, das gefällt mir sehr gut. Aber wie gesagt, jetzt muss die noch gar nicht machen. Wir haben ja noch gar nichts. Ist hier noch irgendwas umsonst? Die Bäckerei habe ich schon ausgeschaltet. So klug war ich. Kornspeicher ist egal. Sammelt der Kornspeicher? Ach, der sammelt dann auch nur das. Ah. Ich dachte, der würde auch den Flachs sammeln. Okay. Gut zu wissen. Was ist denn hier los? Das Gebäude bietet Platz für mehr Arbeiter. Ja, aber will ich eigentlich gar nicht. Will ich tatsächlich nicht. Wie kriege ich denn das weg? Ich glaube, das ist, weil ich es hier nicht eingeschaltet habe, ne? Wer sind denn die Leute hier? Ach so, deswegen. Ja, weil ich es hier gemacht habe und nicht da. Moment, vielleicht machen wir es andersrum. Damit wir nicht die komische Fehlermeidung da haben. Oh Gott, da werden Leute geboren. Okay, wir haben aber noch Platz. Alles gut. Wir haben 89 von 92. Häuser sind noch da. Hier fehlt es langsam an... Ja, stimmt. Die haben uns auch die Waffen geklaut. Ich kann mich erinnern. Die Sandgrube wird auch gerade gebaut. Die werden wir auch noch brauchen. Was haben wir hier für eine Fehlermeldung? Platz für mehr Arbeiter. Nee, will ich ja gar nicht. Du, warte mal. Wir können es halt noch nicht verarbeiten. Das macht halt tatsächlich noch nicht viel Sinn. Weil wir brauchen erstmal schwere Werkzeuge, die wir jetzt nicht kaufen können. Für die Schmiede. Also können wir die tatsächlich erstmal ausmachen. Warte mal. Wenn ich... Ach, das geht hier nicht. Okay. Also ich muss das so machen tatsächlich. Na gut.
Hier sind Leute drin, ne? Jeweils einer, glaube ich. Ne, zwei. Hier sogar drei. Ja, wir brauchen gar nicht so viele, ehrlich gesagt. Wir haben gerade ziemlich viel Zeug. Dann sollen die lieber andere Arbeiten machen. So, wie sieht es mit Dingens aus? Mit Bäume? Wow, die sind fix. Also sehr fix hier. Machen wir noch ein paar. Jetzt ist Winter. Okay. Hier noch 38, hier noch 54. Ja, die bauen es halt gerade parallel jetzt leider. Aber gut. Ich hoffe halt, der Flachs vergammelt nicht in den Dingern drin. Nochmal sehen. So, im nächsten Jahr. Ja, wir brauchen wirklich unbedingt Essen. Also hier wird auf jeden Fall Essen angebaut. Hier auch. Sehr gut. Und die Jäger sind ja auch noch. Ja, hier fehlen uns jetzt die Waffen. Okay. Müssen wir darauf achten. Jetzt war leider noch kein Händler da. Wir müssen halt ein bisschen jetzt auf den Händler warten. Ich habe so Angst, das irgendwie schneller zu machen. Ich mache aber trotzdem mal ein bisschen schneller. Ich kann gerade tatsächlich jetzt nicht viel machen. Ich will nicht 1000 Baustellen auf einmal. Die Sandgrube ist ja auch noch, wo ich es gerade sehe. Ja, wir hören jetzt mal auf mit Bauen. Außer uns würde was ganz, ganz Wichtiges auffallen, was unbedingt gemacht werden muss. So, Winter sollte noch gleich wieder vorbei sein. Essen reicht mal wieder gerade so. Wow, warum ist Essen immer so ein Problem? Wartet mal ganz kurz. Ach, sehe ich das vom Stein gar nicht? Okay. Ich dachte, ich kann mir auch anzeigen lassen. Achso, kann ich das, wenn ich raufklicke? 160. Ja, es gibt jetzt auch diese Riesenvorkommen, aber ja, die haben wir, glaube ich, auf unserer Karte halt nicht. Diese Riesensteinvorkommen, die sie jetzt mit erschaffen haben. Das hier können wir auch erstmal ausschalten. Wir haben ja keine Kühe. Das machen wir auch mal komplett aus. Nicht, dass uns das nachher monatlich Gold kostet oder so, ich weiß es nicht. Erstmal ausgeschalten. So, Jäger hat gerade ein Problem mit Essen. Ist okay. Neujahr. Jahr 13. Ui, ist das jetzt unser Unglücksjahr? Aber ganz ehrlich, wenn jetzt Banditen kommen, die können eh nichts mitnehmen. Also zumindest kein Gold. Also wenn sie uns das Essen klauen, wäre traurig, aber ansonsten ist es eigentlich fast egal. Was ich gerne mal gucken würde, wir haben uns ja ein bisschen erweitert. Ich mache mal kurz ein bisschen runter. Wo haben wir das denn? Wegen Brunnen möchte ich gerne nochmal schauen, ob wir da noch genug haben. Hier. Brunnen werden uns nicht an... okay, erst wenn ich drüber gehe. Hier könnte es ein Problem vielleicht geben, so langsam. Da haben wir dort ein. Vielleicht sollten wir... hier macht nicht so viel Sinn, glaube ich. Könnten hier einen hinstellen, aber ist eigentlich Quatsch. Hier oben... hier vielleicht langsam. Also hier haben wir einen Brunnen, aber hier tatsächlich... wenn hier ein Gebäude brennt, wird das echt brenzlig. Ich glaube, ich setze uns mal hier mitten rein einen Brunnen. Das ist leider zu steil, okay. Also wenn hier nämlich brennt, dann haben wir ein richtiges Problem nachher. Vielleicht hier hin. 53. Das ist halt alles zu steil, wenn ihr das seht. Oh, ein Händler. Moment, ich mach kurz Pause. Aber ich will trotzdem noch den Boden hier irgendwo hinhauen. 53. Ah, der ist mir so weit weg. Hier vielleicht. Und dann können wir ja noch einen Weg hier durchziehen. Oder wir bauen zwei. Wir können... wo, da ist ja noch der Brunnen. Ach so, hier stehen ja auch die ganzen Obstbäume. Das wäre ja auch voll dämlich, den da reinzusetzen, ja. Habe ich gerade nicht bemerkt. Gut, dass das da zu steif war und ich ihn eh nicht hinsetzen konnte. Okay, dann machen wir doch einfach den Brunnen hier vielleicht. Ich setze mal dort den Brunnen. Dann können die das vielleicht auch hier... vielleicht machen wir hier noch einen. Wartet. Hier. Möglicherweise... hier. Ich glaube hier. Oder? Kann ich... ah, hier geht's wieder nicht. Aber hier ist auch mehr tatsächlich. 62... oh, 62 sogar hier oben. Na dann so. Okay. Dann haben wir da noch einen Brunnen. Dann sollte hier eigentlich alles abgedeckt sein, hoffe ich. Hier könnte es noch ein Problem geben. Aber da können wir auch noch später einen machen. Okay. Ach, hier ist auch noch eine problematische Stelle vielleicht. Moment. Wo haben wir hier den nächsten Brunnen? Dort und dort. Okay, das geht aber, glaube ich. 47. Ich glaube, das ist okay mit dem Brunnen. Wir könnten auch hier einen machen. Hm, ja, das würde gehen. Hier können wir eh kein anderes Gebäude reinmachen. Oder halt wirklich hier hin. Ja, komm, ich baue da jetzt noch da einen hin. Kostet ja nichts.
Okay, der Händler. Moment, doch noch mal kurz Pause. Reingucken. So, der Händler. Der würde nehmen den ganzen Ton. Wir haben echt viel Ton. Wir könnten tatsächlich ein bisschen Ton verkaufen und uns so zumindest ein bisschen Kohle machen. Wenn ich jetzt, warte mal. Ich weiß, das ist echt nicht viel, was wir da kriegen, aber wir brauchen halt Geld, gerade echt Geld. Deswegen besser, besser wenig als gar nichts quasi. Aber verkaufen tut er leider nichts, was uns interessieren würde. Das ist ein bisschen schade. Ja gut, wir lassen jetzt erstmal die Materialien rüberbringen. Und dann gucken wir mal, was wir dafür im Endeffekt kriegen. Aber wir brauchen halt wirklich ein bisschen Gold. Für den nächsten Händler vielleicht. So, ist es schon da? Ach, da wird es, glaube ich, gerade mit der Schubkarre gebracht. So, jetzt sollte es da sein. Yep. Ach nee, noch nicht alles. Moment. Erst 17 Stück. Okay, die brauchen ein bisschen länger, um das rüberzubringen. Da kommt die nächste Karre, glaube ich. Da. Warum ist hier jetzt ein Korb drin? Ach nee, das ist mein Bestand. Ah, schön. Die Korbwerkstatt arbeitet jetzt tatsächlich auch. Da muss man nur drauf achten, wir haben halt nicht unendlich Weidenzeug. Das verkauft er nicht, ne? Na, schade. Kein Weidenzeug zum Verkauf. Hier könnten wir theoretisch schon mal die erste Lage verkaufen. Oh ja, das ist gar nicht so schlecht. Also auch wenn es wenig aussieht, aber es ist schon eine Menge. Dann bringen wir es ins... Ja, so. Ins Handelslager. Sehr schön, okay. Ja, ist schon nicht schlecht. Also Ton an sich auch kein schlechtes Geschäft, wenn man es so in Massen hat, wie wir jetzt gerade hatten. Wird hier schon angefangen? Ja, sehr gut. Und Feld ist noch gut. Okay. Okay. Dann haben wir auch das erste Mal Weizen. Jetzt danach zumindest. Dann können wir die Sachen hier wieder anschalten. Ach, guckt mal, was auch fertig ist. Ich mache mal kurz Pause wegen dem Händler, dass wir gleich noch verkaufen können. Hier ist die Weberei jetzt. Ach, schön. Sehr, sehr hübsch. Gefällt mir gut. Da arbeiten auch zwei Leute drin. Sehr schön, wir haben ja genug Flachs. Können die jetzt verarbeiten. Wie viele Leute haben wir jetzt übrig? 7, das ist okay. Und was ist mit Dingens, mit der... Moment, die Sandgrube ist noch nicht fertig. Ist die Eisenmine? Das hier ist auch noch nicht fertig. Okay. Dann ganz schnell. Sehr schön. Können wir jetzt auch verkaufen. Ja, so, dank Goldtransfer. Wir machen wieder ein bisschen da am besten. Vielleicht klauen sie dann nicht alles, wenn sie nicht an beide Lager rankommen. Wir haben jetzt ein paar mehr Wachtürme. Ob das helfen wird in nächster Zeit, ja, werden wir sehen. Jetzt haben wir mehr Geld, wir können eigentlich nochmal einen Wachturm bauen. Warte mal, was haben wir jetzt abgedeckt? Ich würde eigentlich hier gerne nochmal einen Wachturm machen, um hier die Ecke auch abzudecken, falls sie nämlich auch an die Goldsachen ran wollen. Würde ich das vielleicht so machen, dass der das mitnimmt. Also ein bisschen quasi, wir können, na, da ist der nicht drin. Wir können das so machen. Wenn die von unten kommen, dann hat er die auch schneller. Guck mal, so, dann sind die beiden Minen drin, der Handelsposten ist drin. Ja. Ich mach das mal so. Okay. Das kostet uns 10 Gold. Das können wir jetzt gerade wieder verschmerzen, zum Glück. So, der Händler darf gerne gehen. Von dem möchte ich jetzt, glaube ich, gar nichts mehr. Machen wir mal wieder ein bisschen schneller. Sehr schön. Das hier geht, glaube ich, auch voran, so wie ich das sehe. Ach, toll. Wie sieht's denn... Ein neuer reisender Händler schon wieder eingetroffen. Okay. Moment. Trader 2. Was will er haben? Er würde Stein kaufen, aber für einen sehr schlechten Preis. Er würde auch Honig kaufen, aber den Honig brauchen wir jetzt dann für die Kerzenmacherei. Den verkaufe ich nicht. Haben wir gerade auch nicht nötig. Der würde Kleidung uns verkaufen. Der würde, oh, der würde wieder Weide verkaufen. Ja. Nehmen wir mal. Wir kaufen einfach mal wieder... Ja, vielleicht so für 100. Kaufen und transportieren. So, weil wie gesagt, können wir halt leider nicht selber anbauen. Fleisch würde ich jetzt nicht kaufen. Ton sowieso nicht.
Ja, so. Okay, danke schön an den Händler für die Weide. Sehr nett. Dann haben auch unsere Mädels hier... Waren das Mädels? Ach nee, der Typ hatte noch was zu tun. Der Josek. Machst du gut. Sehr schön. Wie viel brauchen die denn eigentlich? Ein Korb braucht 2 Weide. Okay. 10 haben sie produziert im letzten Jahr. Vielleicht ist er auch ein bisschen... Vielleicht dauert das zu lang, wenn er es alleine macht. Nahrungsvorräte sind knapp. Hm. Aber kommt gerade, ne? Ja, kommt gerade rein. Alles gut. Kommt gerade wieder dazu. Okay. Ja, leider keiner der Händler, die jetzt da waren, hatte mal wieder schweres Werkzeug dabei. Ja, hoffen wir mal, dass vor dem nächsten Banditen... mal schwere Sachen, also schwere Werkzeuge verkauft werden. Hier fehlt noch 10 Gold, die noch gebracht werden müssen. Okay. Wie viel Gold haben wir jetzt hier? 100 und hier 300. Okay. Also 400 haben wir jetzt insgesamt. Was haben wir mit dem Jäger hier schon wieder? Neue Dorfbewohner. Okay, so langsam brauchen wir tatsächlich wieder Häuser. Dann kurz einmal runter und wir bauen mal wieder Häuser. Ach, wir können jetzt sogar... Ach nee, können wir nicht. Alles gut. Hab was falsch gedacht. So, ja, nach hier oder nach hier? Können wir erstmal... Hier wäre 26, hier nur 9. Ich glaube, ich baue mal nach hier. Ich habe ja auch schon so gut angefangen. Einmal Platz lassen, dann einmal so. Und einmal hier. Dorfbewohner hat die Schule abgeschlossen. Das freut mich sehr. Sehr gut. Unsere Menschen werden gebildet. So, haben wir das nächste Wohnviereck. Da müssen wir noch Deko dazwischen hauen. So. Ein Ding kann noch, habe ich gerade gesehen. Ein ganz kleines. Was ist denn das hier? So. Oh, aber schön grün, oder? Können wir hier noch Mittel... Ah, schade, nee. Passt leider hier nicht dazwischen. Hier habe ich den Platz noch nicht gelassen. Also nur hier, aber so rum leider nicht. Na gut. Hm, kriege ich nirgendwo was zwischen, ne? Nee. Huch, 7. Oh, aua. Ich nehme sie mal. Aber wir müssen dann auch wirklich bauen. Dann hier, mach mal Prio hoch. Also Holz ist genug da, sollte eigentlich klappen. Der braucht noch alles, ist okay. Wird bestimmt gleich gebracht. Ja, Waffen hatten die leider auch nicht dabei, die Händler. So Leute, dann würde ich sagen, wir sind schon bei 23 Minuten. Dass wir mal gleich Schluss machen. Oh, da kommen die Bauleute, oder? Oder die Materialien bringen. Na gut, dann schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst doch gerne ein Like da und hoffentlich bis zum nächsten Mal.